Ach komm! Gut! Straßenkehrer! Und ich bin wieder da. Noch ein Kampfschiff links. Das ist auch direkt dran. Achtung! Alter, wie viele? Hooker da! Die Box sieht das Flaggschiff angreifen. Sorry, mehr habe ich nicht. Alter, Pissnake. Verrecke. Nice. So, wieder da. Naja, mehr oder weniger auf jeden Fall. Achtung, da sind noch mehr. Wo? Alter, das ist das Flaggschiff. Ah. Schön liegen bleiben. Hier, Booker. Ja, brauche ich zwar nicht unbedingt, aber... Hier, bitte. Vorsicht, da rechts. Alter! So, du Pissnake, ey, kommen die hier an Bord? Was für eine Frechheit. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Jo, Gesundheit. Nicht wahr? Sieh mal! Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Aha. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Komm. Ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf. Natürlich ist er ganz oben. Sieh dir die Witte an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Okay, was meint der Dame jetzt da? Stech in die Augen auf! Okay, da kann ich irgendwie nicht wirklich rüber. Kann ich da ran? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Bam! Alter Schwede. Das sah schmerzhaft aus. So, was ist der hier? Ah. Und tschüss. Öffnen. Aber klar. Wow. Das hatte mir gerade nicht gefallen, der kleine Leck. Ah, okay. Gut, macht Sinn.
Ach was. So, was haben wir denn hier noch Feines? Ach, brauchen wir eigentlich eh alles nicht, ne? So, her damit. Mit allem. Ach komm. Geht doch einfach drauf. Tut mir den Gefallen. Ich liebe diesen Angriff. Aha, da drüben ist auch noch so ein Automat. Den kümmere ich mich auch noch. Kleine Pissnäcke, verrecke. Woo! So. Ach du! Bam! Macht die Skyline der Hangarbucht frei. Ja, mach ich doch glatt. Hab ich auch nichts verpasst? Ich hoffe es zumindest nicht. Von hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Dann werfen wir einfach mal ein paar Bomben ab, ne? So, eine Sache wollte ich noch kurz gucken. Und zwar, ob es einen Unterschied macht, wenn ich hier durch reingehe. Ja, macht es. Anderer Automat, aber die Kräfte brauche ich sowieso nicht. Ah, ich kann nur 30 Lockpicks haben. Interessant. Da. Eine Luke zum nächsten Deck. Wo? Was? Von der anderen Seite verriegelt, verdammt. Es muss noch einen anderen Weg geben. So. Dann werfen wir mal... Booker, diese Skylines führen hoch zum nächsten Deck. Ja, wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Ah, okay. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Ah, das werden wir noch sehen. Die Skyline ist frei, Booker. Komm mit! Auf einer Seite unseres Lamms steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Bam! Aber wenn sie sich drüber freuen, ne? Sollen sie es gerne machen. Na dann. Fertig. Ist das? Ja, ist das doch einer. Geht doch. Fremde Bettgenossen. War hier noch? Ah, hier. Da kann ich natürlich nicht rein. Wieso denn auch? Da ist die Steuerung. So. Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Die baller ich schon mal nach unten weg. In der Zwischenzeit. Was, wo? Hier stimmt was nicht. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Ach, Mensch. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht. Sollen die herkommen? Mann. Ja, aber kommt her, Trottel. Ich
So. Das dürften hier alle gewesen sein. Ich brauch Salze. Wo ist einer? Da, der da! In Ordnung! Ich brauch dringend Salze. Ich dachte nicht wirklich. Es zieht sich ganz schön. Ja, kein Problem, ich halte die Stellung. Ich brauch Salz, ganz dringend Salz. Hier ist Salz. Hey, ach da. Ah. Okay, fangen. Salze, hier. Leer, natürlich. Wieso denn auch nicht? So, jetzt aber. Medikits brauche ich nicht. Zum Oberdeck ist blockiert. Es geht nur per Star. Ja, gucken wir gleich. So eine Überraschung. Oh ja, was für eine Überraschung. Geld. Juhu! Geld. Finde ich geil gemacht mit dem Geld. Das ist eine witzige Sache. So. Dann. Kümmer dich mal bitte da drum. Bin dabei. Ah. Bitteschön. Vielen Dank. Ich will wieder ein Scharfschützengewehr. Okay, hier werden die Dinger gefertigt, scheinbar. Ganz schön kranker Scheiß. Ups. So, Gatlin, nö. Naja, hätte ich mehr erwartet. Sehr schön. Alles klar. Hier werden wir fertig. Dann geht's noch hier rein. Was haben wir denn hier Feines? Noch ein Voxo-Dings da. Unsere Vorrichtung zeigt uns, dass das Mädchen die Flamme ist, die die Welt entflammen wird. Mein Bruder sagt, wir müssen das, was wir getan haben, ungeschehen machen. Aber die Zeit gleicht eher einem Ozean als einem Fluss. Warum versuchen, eine Flut zu erzeugen, die doch nur wieder abebben wird? Hm. So, was ist denn hier hinter? Ah, okay. Na klar. Ah, okay. Ah. Bitte sehr. Ich verstehe. Nachladen, dann sollte ich genau wieder voll haben. Naja, fast. Achso, das kann ich nicht. Okay. Und hier? Nee, das ist keines. Schade. 8 Stück fehlen mir derzeit noch. Oh, sehr schön. Neue Hosen, spröde Haut, Nahkampfangriffe machen. Ziele kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 5 Sekunden lang doppelten Schaden. Ja, scheiße. Also ich meine, doppelter Schaden bei Nahkampfangriffen. Wenn ich da hier meinen Sturm-Dings mache, zählt ja auch als Nahkampfangriff, dann entzünde ich die. Es gibt eine dicke Explosion. Ich schock Feinde in der Nähe. Und dann mit dem hier nehmen sie dann auch noch doppelten Schaden. Die Frage ist, ob das auch schon für Schocken gilt. Ich probiere es einfach mal aus. Spröde Haut. Klingt interessant auf jeden Fall. Ab. So, dann sind wir hier auch durch. Ne?